Okay. Was ist das denn für eine Kacke? Okay, dieser Typ hat einen Knall. Und ich glaube, der. Ernsthaft, jetzt haben wir auch noch. Warte, jetzt haben wir so ein fettes Server. Nee, nee. Am Winterfest teilnehmen. Wir können hier sehr viel Spaß haben, aber nur, wenn du dich besser schlägst als die letzten. Die haben nämlich abgestunken, wie alter Fisch. Also, was habe ich gemacht? Ich habe sie abserviert. Und wenn du mal gegen mich antrittst, kapau! Dann mache ich dich fertig und sprenge die Anzeigentafel und mache dich zu meinem neuen Highscore. Vier Runden, vier Challenges. Du musst sie nur eine nach der anderen abarbeiten. Danach kämpfen wir wie zwei alte Erzrivalen, die jetzt beste Freunde geworden sind. So wie Ronnie und Kendall in meinem Lieblingskampfspiel aller Zeiten, dem 32-Bit-Klassiker Backstreet Brawler in der mega geilen Championship Special Collectors Edition, Teil 2. Yahoo, Baby! Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Steep. Und ja, endlich ist das Winterfest-Update da. Und ja, heute fangen wir damit an. Natürlich bei euch einen Tag später, weil ich das gestern für mich noch heute nicht mehr geschafft habe, hier das aufzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mit der ersten Challenge los. Das ist zumindest richtig cool aufgebaut. Wir sitzen hier schon auf dem Schlitten. Und ja, erste Challenge heißt Sled Rodeo und jetzt gucken wir mal, wie sich der Schlitten so fahren lässt. Okay. Yo. Oh oh. Eieiei, das ist. Also, es ist cool gemacht. Es ist cool. Und es ist auch, wenn man sich das. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, ich hab's vor. Ich hab wirklich. Crabs gibt's hier auch, okay. Also ungelogen, ich habe noch nichts eben gemacht. Das ist mein erster Versuch hier mit dem Schlitten. Und ich muss sagen, technisch gesehen, also wie das aussieht, ist das richtig nice. Mal sehen, ob dir die nächste Prüfung auch so leicht fällt. Okay, komm, machen wir nächste Aktivität. Was kommt da jetzt? Wir gucken mal. Flup. Okay, Winterfest GP. Erreiche das Ende, indem du die Zeitboni einsammelst. Okay. Jo, okay. Neue, normale Sache mit. Oh nein. Nochmal neu. Okay, da bin ich zu weit abgekommen. So, jetzt gucken wir mal. Und ich hoffe, es gefällt euch das jetzt auch. Jetzt wird es wirklich die ganze Woche jeden zweiten Tag Steep geben. Und ja, nicht nur Winterfest, sondern auch erstmal wieder normale Sachen. Ich habe richtig Bock wieder drauf und jetzt mit dem Schlitten bieten sich da auch wieder Möglichkeiten, auch mal so mit dem Filmmodus zu arbeiten. Aua, verdammter Scheiß. Komm, nein, 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 jetzt hier, mach mal. Hör auf hier so ein Geplänkel zu machen. Ja, klar, genau. Das war nett drin, ist klar. Ich geb's dir. Ich glaub's auch. Ja, klar. Alles klar. Das ist sau schwer, Mann. Ja, ich glaub's werde es nicht schaffen, weil der Sturz, der hat mir das Genick gebrochen. Oder? Nee, doch, ich schaff's sogar. Aber du hast noch was zu lernen, bis du das Shredden meisterst. Auf zur nächsten Prüfung. Okay, komm. Let's go. Hä? No! Komm, dann zur nächsten Prüfung hier. Bam! Da drauf, dann machen wir es halt so. Wie heißt die? Human Pachinko. Bist du bereit zu hüpfen, wie du noch nie gehüpft bist? Punkte als menschliches Pachinko. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Lass dich einfach fallen! Ja, lol. Okay. Was ist das denn für eine Kacke? Lol? Das sah schon wirklich
lächerlich aus. Ja? Schaffst du das in der letzten Prüfung nochmal? Ja, locker, komm. Komm her, mein Freund. Du bist so ein Angeber. So jetzt? Ich finde das aber cool gemacht, muss ich sagen, so wie die das aufgebaut haben. Es ist aber, kleine Kritik, es geht mir zu schnell. Ich mache jetzt 5 Minuten, habe jetzt schon die 4 Challenges durch. Ich hoffe mal, dass es noch ein bisschen schwieriger wird, muss ich ehrlich sagen, weil sonst wird es auch ein bisschen langweilig. Aber wir gucken mal, so Tonau, was? Tonau Rider. Im Maul des Berges sind alle Tricks magisch. 2000 Punkte müssen wir schaffen. Okay. Lol, was sind wir denn jetzt? Oh ja, das hat man, kennt man doch aus dem Trailer schon. Jetzt sind wir eine Banane. Ja moin. Bananenpower. Let's go. Bist du bereit für deine Abreibung? Ich habe die besseren Tricks. Ach ja, komm mal her. Ich kenne auch ein paar Tricks. So, jetzt kommen, jetzt nehmen wir hier den die Wand mit. Nein, shit. Okay, wir müssen nochmal neu anfangen. Verdammt. Okay, okay, okay. Yes. Und jetzt, komm. Yo, der war nice. Oh oh. Yes, wir müssen halt einfach die 2000 Punkte schaffen. Ich glaube, das ist wirklich noch der leichte Part von dem Ganzen. Oh oh. Yes. Yo, wir haben die Punkte. Oh, oha, da hätten wir uns fast jetzt überschlagen. Habt ihr es gesehen? Oh nein. Ey, also das ist... Komm, wir machen den jetzt ganz, ganz kaputt hier. Nice. Also das ist jetzt wirklich leicht. Mit den 2000 Punkten hier. Ah. Oh, 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 oh. Und das mit diesen, ja, dieser Pyrotechnik, so nenne ich es jetzt mal, finde ich auch richtig nice. Oh ja, Bosskampf ist immer gut, komm, let's go. Komm her, du Depp. Sumotori Sensei, du fühlst dich wie ein wie eine Abrissbirne, erreichst das Ziel vor dem Drachen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du bist doch kein Gegner für mich. Nach diesem Duell wird dein Gesicht voller Narben sein. Genau, dein Gesicht. Mein Wort, das wird mächtig knallen. Lass dich von diesem albernen Aufzug nicht täuschen. Ich bin schnell. Schnell wie ein Mungo. Wenn ein Mungo und eine Kobra ein Baby kriegen, das wäre dann ungefähr so schnell wie ich. Also richtig schnell. Dann rein ins Duell. Im Backstreet Brawler Style. Yeah! Okay, dieser Typ hat einen Knall. Und ich glaube, der... Ernsthaft, jetzt haben wir auch noch... Warte, jetzt haben wir so ein fettes... Nee. Mann. Okay, komm. Komm her, du Fettsack. What? Leute, seht ihr das, was ich auch denke? Bin ich bescheuert oder was? Alter, was... was? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Alter Verwalter. Was soll das denn? Scheiße. Ey, das ist ja unfair. What the? What the fuck? Fuck, Mann. Ey, da kommen diese Pfeile einfach hier raus. Scheiße. Ich dachte, das ist das. Also, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Verdammt. Das ist gar nicht so leicht. Komm her. Okay. No. Oh, Glück gehabt. Lucky Punch. Nochmal. Nein! Warum muss er sich so wegschmeißen? Komm, 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 komm! Mach! Fahr, du Idiot! Nein! Okay. Okay. Langsam habe ich aber den Dreh... Ach Mann, warum musst du dich denn bei jedem Mal hinschmeißen?
komm, yes! Ehrlich, wahrscheinlich hätte ich ihn nicht in diesen dummen Anzug zwingen sollen. Ich wusste, das endet nicht gut. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Lustiger Typ, oder? Sollte an seinem Trash-Talk arbeiten. Aber nach einer Weile muss man ihn einfach mögen. In diesem Sinne, wenn du dachtest, der wäre abgedreht, dann freu dich auf die nächsten beiden, weil... Ach, naja, das wirst du dann schon sehen. Okay, nice. Und ja, das war der erste Boss. Es gibt 4 Stück. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Und ja, hier die anderen 3 Bosse werden wir jeweils in einer anderen Folge machen. Oh, es gibt sogar... Ach lol, es gibt sogar noch Megaboss. Okay, es gibt sogar 5 Bosse. Das sehe ich jetzt erst. Und es gibt sogar hier noch eine... Lol, hier gab es doch vorhin noch eine neue Challenge. Die ist nicht mehr da. Okay, und ja, das war's dann erstmal mit dieser Folge Steep für heute. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gern ein Like da. Und dann bis zur nächsten Folge Steep. Bis dann. Ciao.